Hallo Leute, herzlich willkommen zu In Session with Fox 5. Ich kann es selber kaum glauben. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2017. Es ist April, noch recht schattig. Aber an diesem Ort ist die erste Gratis-DVD entstanden und das vor 5 Jahren. Hier haben wir uns als Team kennengelernt. Hier haben viele von uns das erste Mal vor der Kamera gestanden. Und der erste Dreh war gleich ein voller Erfolg. Wir konnten den größten Fisch des Sees fangen mit knapp 19 Kilo damals. Mittlerweile gibt es in diesem Gewässer 6 verschiedene 20 Kilo Fische. Und das ist natürlich nicht nur hier, sondern an sehr, sehr vielen Gewässern, europaweit, wenn nicht weltweit passiert. Unsere Freunde wachsen und gedeihen. Und das liegt natürlich auch an uns, an professionellen Karpfenanglern. Und ich denke, das sollte zeigen, dass wir doch auch das Richtige tun. Ich habe in dieser Session auch etwas gefangen, dazu später mehr. Also bin ich natürlich super happy heute und möchte jetzt einfach mal den fünften Teil einleiten. Im ersten Teil drehe ich zusammen mit Achim Schlüssel. Die meisten von euch kennen den Mann. Picknick für Fortgeschrittene ist eines der Top-Bücher auf dem deutschen Markt, wenn nicht das Top-Buch. Und Achim und ich sind in diesem Part zu Freunden geworden. Es war eine ultra harte Session. Wir haben an einem Szenegewässer gefischt, was sicherlich bei einem Schönheitswettbewerb nicht den ersten Platz gemacht hätte. Aber dieses Gewässer fiel und stieg mit dem Flusspegel. Es war ein großer Fluss direkt neben dem See. Und als wir gedreht haben, sah es ein bisschen aus wie auf dem Mond. Schaut euch das mal selber an. Ultra harte Angelei auch. Achim und ich haben das Ding gerockt. Und zum zweiten Part später mehr. Viel Spaß, Leute. Herzlich willkommen zu In Session with Fox 5. Ich habe das große Vergnügen, ja, diesen Teil mit Mikey zu drehen. Mikey, komm direkt mit aufs Bild. Wir hatten, ja, ich würde sagen, einen guten Start. Kann man nicht anders nennen. Würde ich wohl auch so sagen. Ein mega Fisch. Gleich am ersten Morgen. Ich konnte auch einen fangen. Der war ein bisschen kleiner. Den zeigen wir euch gleich. Aber dieses Teil hier ist ja wohl der Wahnsinn. Ich würde sagen, besser kann man nicht anfangen, Mike. Ja, machen wir so weiter, oder? Wir machen so weiter. 22 Kilo pure Power. Geil. Yes.
ist die kleine Mugel. Gewogen haben wir den jetzt nicht, aber der erste Fisch aus einem neuen Gewässer ist immer was ganz Besonderes. Wir haben es eben schon gesagt, besser kann man in so eine Session nicht starten. Ich freue mich auf die kommenden Tage und jetzt kommt er zurück. Ja, ich habe gerade einen Fehlbiss gehabt auf eine Uferroute. Hier haben sich heute Morgen immer Fische gerollt, direkt 10 Meter vor unseren Füßen, hinter so einer Hornkrautkante. Und ich denke, es waren Graskarpfen, da ich Mais gefüttert habe und kleine Scoreberry-Boilies. Ich habe jetzt das Rig noch mal ein bisschen angepasst, Vorfach gekürzt, ein bisschen mehr Snack drauf gemacht, setze jetzt mal auf einen grünen Fluor-Pop-Up von uns und ja, ich hoffe, dass ich den nächsten jetzt auch mal kriege, ne? Aber das wird schon, wir angeln uns jetzt ein. Kommt die da wieder hin?
Den kriegen wir jetzt aber. Fisch geht auch gut ab. Sehr schön. Das Wetter wechselt jetzt. Wir kriegen jetzt einen Umschwung. Ab morgen Regen, Dauerregen. Für uns gut, für die Kameraleute schlecht. Leute, und ich kann es noch mal sagen, es fällt so eine Last von einem, wenn man in so einem Dreh so einen wichtigen Fisch fängt. Geil. Ja, Alter, was für ein Charakterfisch. Wahnsinnskämpfer, ein dicker Rogner. Und wie eben schon gesagt, man ist dann immer super erleichtert. Jetzt habe ich auch eine Bombe. Geil. Wollen wir mal schnell zurücksetzen, ne? Oder für einen Topf? Nein. Geil. Ja, nach diesem nervenaufreibenden Drill bringe ich die Rute da jetzt wieder neu aus. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich auf Partikel komplett verzichte, nur noch Boilies fütter. Ich habe den Hakenköder ein bisschen geändert in der Farbe, einfach um mal was Neues anzubieten. Und jetzt werde ich das tun, wo ich so oft drüber spreche. Wenn die Rute noch einmal heute Abend läuft, werde ich dort Futter ausbringen und nicht mehr angeln und erst morgen wieder auf dem Platz angeln. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das doppelt zurückkriege. Die Fische kriegen Vertrauen und vielleicht kommt so noch ein dickerer. Wobei wir super zufrieden sein können, weil wir haben beide einen riesen Fisch gefangen. Ich lege die jetzt erstmal neu aus und fütter nur noch Boilies. Mal gucken, was passiert. Ja, hier läuft so ein Ausläufer raus von der Insel und der ist völlig krautfrei, also ein bisschen navigieren, ist ziemlich windig. Und das mache ich ja gerne, das mache ich auch an den Stauseen gerne, weil ganz, ganz oft verläuft das Ufer natürlich genauso weiter unter Wasser, wie man es auch sieht. Und das ist hier auch der Fall, das läuft hier ganz, ganz flach raus. Und ich werde die Rute jetzt genauso wie eben hier auf 4,5 Meter direkt auf diesen Ausläufer legen. Ah, wir haben wenig geschlafen, also ein bisschen kaputt. So, dann drehe ich rückwärts, das mache ich ja immer. Nie den Bügel aufmachen und einfach runterlassen. Ganz langsam und so kann ich merken, aha, da war Kraut, das machen wir nicht. Wieder hoch. Das Ganze nochmal von vorne. Richte mich neu aus. Ein Stück vorwärts fahren. Drehe das hoch.
Siehste, Fadenalgen mache ich ab. Und zwar gründlich. Zack. Und da muss man auch, also ich sag, lieber eine Stunde dafür benötigen, die Route neu auszulegen, als schnell, schnell, schnell. Hauptsache die Lichtwidder bringt gar nichts. Ich gucke aufs Echo. 380, 390, 4. Oh, große Symbole drauf, geil. Da kommen da. Ganz langsam runterlassen. Wiederkraut, warum auch immer. Fadenalgen, man sieht es auch. Und jetzt aber. Und jetzt liegt es hart, so will ich es. Kurz noch ein paar Bollen rüber. 16 mm Scoreberry direkt übers Rig. Und dann auch ruhig ein bisschen großflächiger das ersuchen. Und das war's. Und weg. Ja, geil, ein Stör, der Hammer. Sehen ja so ein bisschen aus wie Haie, finde ich immer. Das ist mal ein Beifang, Achim, wa? Komm mal einmal her hier, da ist auch geiler Fisch. Guck mal, wie der aussieht, das Maul da unten. Ja, würde ich auch gerne fangen. Ja, fängst du noch? Achte drauf, fängst du noch? Ich hab Zielfisch. Geil, was ist das, ein Störlet? Störlet. Geil. Ur. Urviech. Urviech. Setzen wir sofort wieder rein. Schön. Ja, ich hatte einen Zielfisch, jetzt habe ich ihn auch gefangen. Beziehungsweise auf meiner Rute hat er gebissen. Ja, ich musste ihn drillen, ne? Genau. Weil Achim hat noch einen gefangen. Der war mit dem Benni gerade draußen und hatte auch einen Stör. Ungefähr dieselbe Größe. Den haben sie direkt abgehakt am Boot. Und ja, er wollte ihn fangen. Jetzt hat er ihn. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich aber leider keine einzige Rute mehr im Wasser. Weil der andere Kollege ist mir durch die andere Schnur durchgeschwommen. Muss ich jetzt alles abschneiden. Ich habe jetzt noch ein bisschen Arbeit, Mike. Aber die Latten müssen ins Wasser. Die müssen wieder rein. Das Hornkraut genau macht uns zu schaffen. Das ist wirklich hart, oder? Ja, es ist nicht schön. Es ist jetzt auch noch Wind aufgekommen. Also wir haben jetzt einen Wetterwechsel. Da werden wir, glaube ich, morgen mal ein bisschen was darüber erzählen, Mike. Weil ich glaube, das denke ich auch. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Und jetzt müssen, fangen die erst an. Jetzt müssen die Latten ins Wasser. Genau wie der. Komm, rein mit dir. Ja, los. Thank you.
Ja, ich sag mal guten Morgen. Zweite Nacht ist vorbei. Gestern Abend, ihr habt es gesehen, wir hatten wieder einige Störe auf dem Platz. Ich hatte einen, währenddessen lief die andere Route ab, den hat Mike rausgeholt. Ja, war natürlich ein Riesenchaos. Der Stör ist durch die andere Route durch und alles wieder vertuddelt. Ich habe dann gestern Abend nochmal zwei Routen fertig gemacht. Habe es auch ein bisschen aus dem Freiwasser rausgeholt, ein bisschen mehr ins Kraut gelegt. Habe auch dann die Nacht keinen Fisch mehr drauf gefangen. Okay, Routen liegen auch jetzt noch. Dritte Route habe ich gar nicht mehr rausgefahren. Mike hat seine Routen irgendwann auch rausgeholt. Ja, ich werde jetzt neu montieren. Wir werden einiges anders machen. Ich werde heute mal wirklich mehr mit Tigernüssen angeln. Ich habe lange mit Mike gestern Abend noch diskutiert, wie wir es jetzt machen, dass wir nicht mehr die ganzen Beifänge haben. Und ja, nichtsdestotrotz wird meine Grundmontage noch dieselbe sein. Ich werde nach wie vor mein Submerge-Geflecht angeln. Habe ich hier in 20 mm dabei. Auch da werde ich jetzt wieder meinen altbewährten Snackleader dran knoten in 60 mm. Und wir haben in der Vergangenheit öfters die Anfragen bekommen von euch. Ihr hattet Interesse daran, wie macht ihr die Knoten? Es gibt oft Probleme damit. Ich zeige euch jetzt meine Variante des Ganzen. Und ich fange an mit dem Snackleader, 60 mm. Wie gesagt, ich lege ihn doppelt, ungefähr, sagen wir so 15 cm. Und mache mir hier eine Schlaufe, also schlag die übereinander. Und dann nehme ich mir mein Geflecht und mache genau das Gleiche. Auch hier lege ich die Schnur doppelt. Und dann führe ich das Geflecht durch den Snackleader durch. Und dann fixiere ich die geflochtene zwischen Daumen und Zeigefinger. Nehme die Schlaufe auf und lege jetzt die geflochtene sechsmal über die Mono so und führe die jetzt wieder durch den Snackleader durch und jetzt kann ich wunderbar, ihr seht's, ganz sauber diesen Knoten zusammenziehen. Ich ziehe jetzt ein bisschen am hinteren Ende und kurz bevor ich den wirklich richtig Druck gebe, mache ich ihn ein bisschen feucht, ist klar. Jetzt ziehe ich an allen Enden wirklich mit Schmackes zu. Nachher nochmal nur die beiden und der sitzt. Der große Vorteil an diesem Knoten ist, man kann ihn auch sehr gut werfen, weil er wirklich ein sehr dünner Knoten ist. Man kann die Submerge wirklich sehr kurz abschneiden. Ich habe natürlich jetzt hier eigentlich drei Schnüre, die austreten. Einmal die doppelte Schlaufe und die einzelne. Aber auch die fransen nachher leicht auf. Ich mache es auch gar nicht mit dem Feuerzeug, dass ich sie irgendwie abflemme. Auch den kann man sehr schön kurz abschneiden. Ja, ist ein super Knoten, hält und da kommt jetzt ein Tigernuss drauf. So, der Leader ist dran. Was habe ich an meinen Slackleader noch dran geknotet? Vorne meine ersten 2 Meter. Ich fische sehr gerne einen Leadcore. Ich hatte es schon öfters mal erzählt. Ich habe es hier in 45 Lips drauf. 140 Gramm Inline-Gripperblei. Ja, ist ein gutes Gewicht, sage ich mal, in der Regel, um einen Fisch und den Haken auch bei der ersten Futteraufnahme weit ins Fleisch reinzutreiben. 140 Gramm reichen vollkommen aus. Ich habe jetzt hier meinen Derrick mit der Tigernuss an einem Edges Curveshank-Haken. Ja, mit einem Illusion-Material gebunden. Wo habe ich es? Hier in 30 Lips. Ihr habt das Kraut schon gesehen. Also ich nehme es lieber eine Variante stärker, dann habe ich auch großes Vertrauen. Ich habe auch jetzt eine relativ große Nuss mir draufgeschraubt. Ich hoffe, damit werde ich jetzt keine Störe mehr fangen. Oh ja, ob es funktioniert, wir werden es später sehen. We'll be right back.
Also, ich habe mich mit dem Achim noch mal beratschlagt eben gerade. Und wir haben uns dazu entschlossen, jetzt schon zu reagieren. Ich wollte ja eigentlich heute Abend die Beutel da hinten hinlegen, um diesen Umleiter. Wir machen es jetzt schon, weil es ist eine Totenstille hier. Es rollen auch nicht mehr so viele Fische. Und ich habe jetzt hier den neuen Edges Prototypen, den Curve Shank habe ich gewählt als Vierer. Ultra aggressiver Haken, wie ich denke, kommt bald raus. Sprechen hier gleich über zwei Prototypen. Ich habe hier noch zu unseren French Water Boilie, die kennen die meisten von euch, habe ich jetzt noch ein Pellet machen lassen. Der kommt dann übrigens nächstes Jahr zu jeder Sorte, dass wir immer ein Pellet zum Boilie haben. Und der Pop-Up blutet so aus. Da kommt so grün oder ich mache auch welche, wo blau rauskommt. Und das ist natürlich für einen schnellen Biss top. Und darauf hoffen wir jetzt auch, auf einen schnellen Biss. Ich lege die jetzt gleich raus. Der Achim wird sich auch eine Route fertig machen, angelt dann auch über Eck, sodass wir beide wieder zwei Top-Dinger im Rennen haben. Und naja, vielleicht seht ihr uns gleich schon mit einem dicken Fisch auf dem Arm. Angeln wir praktisch, berühren nur einmal auf 180 Meter die Wasserlinie ganz kurz mit Geflecht. Fisch hier Submerge, 20 mm und geht dann direkt in die Holding Area der dicken Büffel. Das ist der absolute Wahnsinn, mein Junge. Hier muss das Ding liegen, Mann. Hier ist alles voller Symbole. Hier ist richtig Großfisch. Wir haben was richtig gemacht, Benny. Hammer. Richtige Entscheidung. Schnell hier weg. Gar nichts vergrämen. Transmontanus. Das Ding, der macht hier die Kette. Der Rochen. Irgendwer macht doch immer Party, ne? Alter,
So, das ist aber jetzt ein besserer Stör. Jo. Schön. Ja, super. Und der nächste Fighter. Also diese Störe, das macht schon Spaß. Die kämpfen wie verrückt. Dann springen die immer so kerzengerade aus dem Wasser. So ein Meter. Ja, schönes Tier. Wie schwer sowas ist, wissen wir nicht. Aber ganz, ganz netter Beifang. Die nennen die hier Transen. Aber wie heißen die? Transmutanus? Ja, geil. Okay, jetzt ist er auch schön ruhig. Kommt der auch wieder rein. So, die dritte Nacht ist vorbei. Ihr habt es gesehen, wir hatten leider ja, Störe wieder. Ich habe dann gestern mir noch mal ein bisschen Mühe gemacht, habe mir noch mal eine neue Stelle gesucht, ein bisschen weiter raus, habe ein bisschen geklopft, habe auch einen schönen Übergang gefunden von den Steinen in den Mörderboden rein. Habe direkt in dem Übergang ja, einen Snowman abgelegt, einen Tropicaner mit einem pinken Pop-up drauf. Und ja, habe dann heute Morgen um sieben, vor anderthalb Stunden ungefähr, diesen 14 Kilo jetzt hier noch mal fangen können. Ich freue mich drüber, ist auch wieder ein super schöner, gesunder Fisch. Hat ein paar tolle Schuppen auf der Seite drauf. Und ja, ihr seht es im Hintergrund, ihr hört es vielleicht auch, Mike möchte noch einen Stör fangen. Er füttert so noch ein bisschen an. Und Mike möchte noch einen haben. Will ich noch an die Kämpfe, das ist schön. Ja, der kommt zurück, ich freue mich drüber. Eine Nacht machen wir noch. Ja, ich denke, Mike, oder? Einen fangen wir noch. So, ihr habt es gesehen, ich habe mir noch mal die Mühe gemacht und bin noch mal umgezogen für die letzte Nacht.
Ich habe gestern Abend eine Route hier rüber gezogen, habe hier eine sehr gute Stelle gefunden, schönen sandigen Boden, geht es von 4 Meter langsam runter auf 5 Meter krautfrei. Das Problem, was ich hatte, als ich von der anderen Seite hier rüber gezogen habe, es war ein sehr flacher Bereich in der Mitte vom See mit sehr hohem Kraut. Ja, die Schnur legt sich rein, man hängt fest mit dem Fisch, das ist nicht gut. Ich habe mir gedacht, wenn ich die Route von hier fische, die Stelle, ist es interessanter, ich kann die Schnur relativ weit aus dem Wasser rausheben. Ja, gefangen habe ich den Fisch letzte Nacht auf einem sehr süßen Boilie auch. Klar, wir möchten keine Störe fangen. In diesem Fall war es der Tropicana auch von TT. Und 2 Routen lege ich jetzt noch. Drückt mir die Daumen. Ich glaube, heute Nacht fange ich noch einen. Ich habe ein gutes Gefühl. Hat uns zu schaffen gemacht. Und jetzt, oh ja, alles Kraut, zack, frei. Sehr fischfrei, jetzt ist er schon unter den anderen Schnüren her. Oh, schön, wieder einen drauf. Lass das bitte ein Karpfen sein. Was ist das? Ja, ist, glaube ich, kein Karpfen. Oh Mann. Das ist übrigens eine 3,5-Pfund-Route. 10 Fuß. Dann wisst ihr, was hier dran hängt. Das ist also keine Plötze. Und dann kommt der so ganz, habt ihr das gerade? Kommt der so ganz komisch hoch, was das wohl ist. Und jetzt steht der wieder wie so ein. Donnerwetter. Ich will das Ding sehen. Kann ich aber nicht. Komm schon hoch. Und es ist ein Stör. Störe nicht, machen die das nicht in Dings auch so, dass die einfach an der Schwanzflosse packe? Klar, oder? Ja, sicher, das geht super. Das geht super. Da haben die wie so einen Griff dran. So, zack, eben befreien. Guck mal, habe ich wieder was dazugelernt bei diesem Dreh? Diese Störe, die kannst du super so packen. Schön. Ja, komm. Boddelrig, Alter. Mitten in der Nacht abgelaufen. Wir sind wie in Trance.
Da, und der Fisch ist dran. Hängt hier irgendwo fest. Oh, der geht hier irgendwo hinterher. Alles voller Hornkraut. Jetzt haben wir schon eine Flasche drauf gemacht. Jetzt hängt der hier trotzdem noch fest. Oh. Alter. Oh. Komm schon hier raus, bitte. Alter, alles Hornkraut. Bitte, bitte, lass das jetzt. Letzten Angelstunden. Der Dreh ist bald vorbei. Wir haben es 4 Uhr morgens und die Boddel ist doch noch abgelaufen. Und Jungs, was dachte ich, wie früh die läuft? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr das blendet. Der Kameramann einem hier diesen Halogenscheinwerfer in sich reinbrennt. Aber der Fisch hängt hier voll im Kraut oder unter irgendwas her. Haut er nicht irgendwie ab, Kameramann? Ich bin heute Morgen wach geworden, 3:30, 4 Uhr rum. Ich musste pinkeln gehen. Ich stehe gerade im Gebüsch, da höre ich Mikes Route ablaufen. Super Aktion, er geht mit dem Boot raus. In dem Moment läuft meine Route ab. Meine Strategie ist auch nochmal aufgegangen. Noch einen kleinen Racker habe ich fangen können in der letzten Nacht mit 13 Kilogramm. Ich habe ihn auch hier vom Ufer aus drillen können. Ich brauchte gar nicht ins Boot, weil ich keine Probleme mit dem Kraut hatte. Ja, ist ein schöner Fisch. Ich freue mich drüber. Und jetzt gucken wir uns mal an, was Mike noch gefangen hat. Ja Leute, der letzte Morgen des Drehs und zack waren 4 Tage rum. Ich denke, wir beide haben es uns ein bisschen einfacher vorgestellt. Wir haben alles rausgeholt, der Achim ist gestern nochmal gemoved. Wir wollten nochmal den ganzen See befischen, überall nochmal die Rigs verteilen. Und das wurde auch belohnt, Gott sei Dank. Wir konnten beide nochmal 2 richtig schöne Fische fangen. Und ja, was soll ich sagen? Es kommt halt immer anders, als man denkt. Wir dachten halt auch, es schüttet durch. Im Endeffekt hatten wir viel Sonne dabei. Wir wussten vorher gar nicht so richtig, was hier auf uns zukommt. Vielleicht kann Achim da noch mal was zu sagen. Genau. Ja, der See als solchen habe ich mir auch beim ersten Anblick, als ich ihn gesehen habe, sicherlich ein bisschen einfacher vorgestellt zum Beangeln, zumal ihr habt den Start gesehen, den Auftakt. Ja. Das ging wirklich schnell. Ja, da war für uns das Ding schon geritzt. Da haben wir gedacht, okay, den drehen wir auf links. Aber es wurde knüppelhart. Es wurde schwierig, genau. Ich sag mal, wir hatten sicherlich ein bisschen Probleme vom Angeln her, von den Schwierigkeiten her, was das Kraut angeht. Das war ein Punkt, mit dem hatten wir wirklich zu kämpfen. Ja, muss man sagen, weil Hornkraut ist krass. Ja. Viele von euch wissen das. Und die Fische muss man sich alle abholen. Die hängen komplett im Kraut fest und die schlitzen dann natürlich auch gerne, weil keine Dehnung mehr da ist. Fische stehen im Kraut, man steht am Ufer, will ins Boot, macht Druck. Und oft fährt man hin und der Fisch ist schon längst gar nicht mehr dran.
Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe gesagt, das Bottlerig, als ich das gesetzt habe, ich habe hier die Route stehen. Die Route lag so genial in einem Bereich, wo sonst nicht viel hingefischt wird. Die läuft gleich in einer halben Stunde. Sie ist noch gelaufen. Heute Morgen, übrigens zur gleichen Zeit, wo du auch einen Biss auf der anderen Seite hattest. Und ach, das war ultra hart. Es war alles Hornkraut überall in der Schnur. Wir konnten das gar nicht richtig filmen. Ein bisschen sieht man es vielleicht. Der Kameramann hat dann die Kamera weggelegt und hat das Hornkraut mit rausgemacht. Und ich konnte noch einen Abschlussfisch, ein ganz langes Schuppibrett landen. Den zeigen wir euch gleich noch. Und ja, Achim, erzähl vielleicht noch mal ein bisschen was, weil ich wusste gar nicht, was das auf sich hat mit dem Rhein genau. Warum fällt und steigt der Pegel hier so extrem? Das ist ein gutes Thema, Mike, was du ansprichst. Also wir sitzen hier in einer Region von Deutschland, wo eine Vielzahl von Seen ja, in den 60er, 70er Jahren im Autobahnbau, in der Boomzeit gebaut worden sind und hier viele Kieslöcher entstanden sind. Und die haben alle eine sehr starke Abhängigkeit vom Rheinhochwasser. Also wenn der Rhein stark steigt oder fällt, dann ziehen die Seen hier nach. Hier in dem See sind in den letzten 6 Wochen ungefähr 3,5 Meter Wasser rausgegangen. Man sieht es ja auch hier in dieser Mondlandschaft. So ist es. Also nicht wirklich schön. Ja, gut. Aber es ist halt auch gut für die Wasserqualität, weil ständig Frischwasser wieder reinkommt. Zum einen aus dem Bergischen Land drückt sie rein, zum anderen drückt auch das Rheinuferfiltrat hier in diese Seen rein, ja, Mike. Und das ist natürlich bei flachem Wasser nicht ganz so einfach. Ja, du weißt, ich fische auch gerne diese flachen Routen am Ufer mal. Ja. Richtig. Bei diesen Steilhängen hier hat man sicherlich dadurch nicht ganz so eine starke Einschränkung, aber nichtsdestotrotz sind diese Uferplätze hier nicht so gut beangelbar wie sonst, glaube ich. Also ich hätte auch gerne noch mal ein bisschen flacher abgelegt. Ja, sicherlich. Aber was du gerade angesprochen hast, mit dem ist sicherlich nicht so schön. Wir von Fox versuchen natürlich auch, dass alle Teammitglieder mal was Neues, wieder ein neues Gewässer. Richtig. Wir werden diesen Flusspart mit drin haben, genau. Und solche Geschichten. Und so ist das halt auch mal ein ganz anderes Bild. Ne? Ja. Und es ist auch nicht immer Sonne im Leben. Und ich denke, ihr da draußen fischt auch nicht immer an den traumschönsten Gewässern. Und so hat man jetzt vielleicht durch den Wasserstand vielleicht kommt es auch gar nicht so rüber, den Eindruck, naja, so ein traumschönes Gewässer war es ja jetzt nicht. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil wir haben richtig dicke Dinger gefangen. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, wir beide haben uns mega verstanden. Wir haben uns erstmal richtig kennengelernt. Ja, erste Session. War richtig geil. War ein toller Dreh. Und ich hoffe, dass der Achim und ich auch nach England, dass wir des Öfteren noch zusammen was starten können. Ja, und ich würde sagen, jetzt holen wir den letzten Fisch raus. Gute Idee. Und zeigen euch nochmal diese Kampfmaschine, weil der hat auch echt Kette gegeben. Schön, war geil. Mike. Fett. Ja, da ist er, der Bottlerig-Schuppi, den wir leider nicht filmen konnten, weil er so im Hornkraut saß. Das ist der Abschluss unseres Drehs. Achim, komm her. Genau, ich gehe auch noch mal mit aufs Bild drauf. Schön. War gut. War gut. Wir haben es wie immer gerockt. Gott sei Dank. Und ja. Ich wollte sagen, wir hatten Spaß. Auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Das hoffen wir. Oder? Oh, und jetzt fahren wir nach Hause und dann geht's erstmal aufs Sofa. Genau. Schön, kommt er wieder rum, der Junge. Ja, da ist einer der erbeuteten Fische der Nacht. Ich konnte gestern in dieser Sitzung
meinen ersten Karpfen 2017 fangen. Dann kam unter anderem dieser wunderschöne nussbraune Schuppi. Und hiermit möchte ich auch den zweiten Teil unserer DVD einleiten. Mit Peter Schwedes und Marian Sura, die zuerst einen Fluss befischten und dann nochmal umgezogen sind und befischten einen Krautsee, ein altes Baggerloch und konnten hier eine Wahnsinns-Session hinlegen. Super gemacht, Jungs. Ganz großes Kino und auch hierbei viel Spaß. Hallo Freunde, wir begrüßen euch zur neuen In Session with Fox DVD. Heute ist der 1. April 2017 und ja, Peter und ich sind mega heiß aufs Angeln. Eine Frühjahrs-Session steht uns bevor und wir waren jetzt gerade noch einkaufen für die kommende Woche. Ja, das Wetter ist Wahnsinn. Also ihr seht ja, wir haben T-Shirt an, 1. April. Wir haben schon seit einer Woche hier bei uns über 20 Grad und ja, alles voll, alles eingekauft. Wir werden jetzt zu Najib fahren, ein Sponsored Angler von uns. Und werden halt einen Altarm befischen am Fluss. Völlig neues Gewässer für uns, ja. Wir sind echt gespannt. Also es soll ganz urig sein, mit jeder Menge Flussschuppis. Viel Holz. Viel Holz, guck mal, was da kommt, oder? Wir freuen uns. Lass uns fahren, wir sind heiß. Alter, auf eine schöne Woche, ey. Hier an dem Altarm. Najib hat uns den Tipp gegeben, das ist ein extrem gutes Frühjahrsgewässer, es ist sehr flach und Frühjahr ist immer hier gut gelaufen, meine, perfekte Bedingungen haben wir, es ist warm, die Fische sollten jetzt wirklich schon Laune haben und Hunger. Ja, wir haben nur die eine Information, dass es hier ein bisschen tiefer ist, das ist so mit die tiefste Stelle von dem Altarm und mit überhängten Bäumen, wie man hier hinten sieht. Und da werden wir jetzt gleich mal unser Tackle holen. Ich bin nämlich heiß, ich will mal einen Fisch fangen hier. Aufbauen und auch mal gucken, wie es hier unter Wasser aussieht. Mal ein bisschen werfen, ob wir harte Stellen finden. Genau. Ja. Najib, danke nochmal. Danke nochmal. Für die Einladung. Gerne. Wir hoffen, der Weg hat sich gelohnt. Und ja. Auf jetzt. Packen wir's auf. Deckel raus. Fisch muss raus. Schon. Wir dürfen hier mit zwei Ruten fischen. Am Anfang habe ich mich erstmal hingestellt, habe mal geguckt, wo jetzt hier ein Baum oder so im Wasser hängt, weil das ist immer irgendwie eine Anlaufstelle, ist immer ein Hotspot, gerade im Frühjahr. Damit eine Rute probiert, auch mal eine harte Stelle zu finden. Hab dann wirklich ganz nah hinten am anderen Ufer eine harte Stelle gefunden. Also ich schätze mal so vom Aufschlag bis runtergegangen ist, so ungefähr 2,5 Meter. Da habe ich dann eine Nuss dran gehängt, also wirklich eine einzige Tigernuss. Mit einem Stück Kork drin, dass die leicht aufgepoppt ist. Die zweite Rute habe ich hinten an einem ganz großen überhängenden Busch hingeschmissen. Da gibt es so eine leichte Kehrströmung. Also es kommt Strömung von oben runter und auf unserer Seite geht die wieder zurück. Und da an dem Punkt stoppt die direkt
Und da bleibt auch das meiste Futter, natürliche Futter liegen. Und da habe ich einen Choddy hingeschmissen mit einem orangen Octopex TT Weights Wally. Und ja, noch eine Schaufel Vorfisch GLM Wallys drüber und eine Schaufel Tigernüsse. Und jetzt wollen wir mal gucken, was jetzt kommt. Ne? Waren halt jetzt auch viele Paddler hier und Boote. Also von daher war jetzt auch viel Tumult hier. Wir haben viel Tumult gemacht. Jetzt wird es Abend und ich denke mal, jetzt kommt irgendwann was. Es muss noch Marian fertig werden und dann sind alle Dinger scharf. Jetzt 24 Stunden hier und der Marian hatte jetzt zwei Brassen gehabt. Wir haben viele Fische bei uns da an der Stelle oben springen gesehen, auch Karpfen, also definitiv haben wir auch Karpfen gesehen, haben wir keinen gefangen, obwohl wir eigentlich den ganzen Bereich echt gut abgelegt oder abgesteckt haben mit den Routen. Ich bin jetzt wirklich schon seit zwei Stunden hier mal mit einer Lotroute unterwegs und bin mal diesen ganzen Altarm hier abgelaufen. Da ist ein Karpfen gesprungen. Leck mich am Ärmel. Boah. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben keine richtigen Fische gesehen. Und dann springt hier im Eck ein Karpfen. Ja, Wahnsinn. Ja, also ich bin, wie gesagt, jetzt hat sich alles geändert, was ich sagen wollte. Aber wir sind zwei Stunden hier rumgelaufen. Eine wahnsinnige Natur. Wirklich unfassbar. Unberührte Flecke hier. Hier unten wird der Altrhein ein bisschen breiter, also es ist dann schon wie so ein See hier. Wie ihr auch hier im Hintergrund seht, sind hier überall überhängende Bäume. Ich habe jetzt mit der Route immer mal geworfen, geguckt, wie tief es ist. Also es ist definitiv eine ganze Ecke tiefer als da oben. Also jetzt hier über meine Schulter drüber ist ungefähr so 5 bis 7 Meter tief. Da, schon wieder einer gesprungen. Da, wo der Fisch gerollt ist, ist so ein kleines Plateau, der ist ganz flach und hart. Ja. Passt natürlich jetzt perfekt. Ja, jetzt überlege ich natürlich jetzt gerade, wo die Fische hier springen, ob wir nicht hier runter moven sollen. Weil hier wirklich doch richtig gut zu angeln ist, gerade zu zweit. Da oben ist ziemlich eng, zu zweit ist vielleicht eher eine Stelle alleine zu angeln. Also müssen wir jetzt wirklich überlegen. Ist wirklich aber dann logistischer Aufwand, hier runter zu kommen. Ja, ich gehe jetzt mal hoch zu Marian, werde ihm mal berichten, was ich alles gesehen habe, was meine Eindrücke sind. Auch, dass wir jetzt hier gerade während den Aufnahmen zwei springende Karpfen gesehen haben. Und da gucken wir, was wir machen. Ja, der Abend neigt jetzt dem Ende zu. Wir haben vielleicht eine anderthalbe Stunde zu angeln, vielleicht sogar noch knappe zwei Stunden. Haben wieder nichts gefangen hier an unserer Stelle. Hab dem Marian natürlich sofort erzählt, was ich da unten gesehen habe. Zwei springende Karpfen. Während der Aufnahme sind da die Fische gesprungen. War natürlich extrem heiß. Wir haben uns ein bisschen beratschlagt, was wir machen. Und haben einfach gesagt, dass wir halt wirklich den Tag hier noch
probieren, was zu fangen. Und es ist auch wieder ein Karpfen hier bei uns an der Stelle gesprungen, aber leider hat nichts gebissen. Ja, jetzt werden wir den Abend noch schön ausklingen lassen und werden morgen gucken, was wir machen. Wir haben noch eine Sache, noch ein Backup haben wir uns noch rausgesucht. Das ist ein kleiner See hier in der Nähe. Und den haben wir uns angeguckt. Also auch sieht richtig, richtig gut aus. Und ja, morgen früh nach einem guten Frühstück beratschlagen wir, was wir machen. Ob wir jetzt da rüber gehen oder hier am Altarm bleiben. Gucken wir mal. Aber jetzt essen wir erstmal was Vernünftiges und schlafen mal eine Nacht drüber. Und morgen früh angeln wir dann weiter. Ja, guten Morgen. Ist leider das eingetroffen, was wir befürchtet haben. Wir haben nichts mehr fangen können. Und ja, was uns aufgefallen ist, ist, dass der Wasserstand jetzt hier die letzten zwei Tage etwas runtergegangen ist, so um die 30 cm circa. Und wir glauben einfach, dass das der Grund ist, warum wir nichts fangen. Wir schieben es einfach mal da drauf, dann ist es besser für uns, für den Kopf, und wir können uns besser damit arrangieren, dass wir halt leider geblenkt haben. Peter und ich, wir haben uns auf jeden Fall dazu entschlossen, dass wir rübergehen, beziehungsweise dass wir halt jetzt gleich zusammenpacken und halt an den See fahren. Wir glauben einfach, dass unsere Chancen da jetzt ein bisschen besser stehen. Und ja, denke, wir werden uns jetzt noch ein bisschen stärken, in Ruhe frühstücken, noch in Ruhe jetzt hier einen leckeren Kaffee trinken und dann langsam halt einpacken und rüberfahren an den See und hoffen, dass wir da unsere ersten Fische des Jahres fangen können. Also, bis später. Ja, wir sind jetzt am See angekommen, die Routen liegen und der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv. Es ist ein wirklich schöner, kleiner, übersichtlicher Baggersee mit glasklarem Wasser, jetzt schon um die Jahreszeit echt ein hohes Aufkommen an Kraut. Und ja, das macht das Ganze natürlich für uns jetzt schon sehr anspruchsvoll. Bin gespannt, was der Tag jetzt noch bringt. Peter ist jetzt gerade noch dabei, seine Routen halt fertig zu machen. Und ja, wie ihr vielleicht eben schon in den Luftaufnahmen sehen konntet, der See hat extrem viele, viele freie Sandbänke, die halt nicht so krass bewachsen sind mit Kraut. Und ja, schon fast zu viele, hat die Auswahl nicht gerade leicht gemacht. Ich habe mich halt dazu entschieden, sowohl mitten im Kraut zu angeln, halt mit einem Chotrick, ja, mit ganz wenig Beifutter, wirklich nur ein bisschen Partikel, ein paar einzelne Boilies dazu und eine Handvoll Tigernüsse. Und die andere Route habe ich halt unmittelbar hinterm Kraut auf einem kleinen Spot, jetzt mal so um die 2 Quadratmeter groß, habe ich halt mit einem einzelnen Vorfisch GLM-Boilie von TT Baits. Ja, das Rig, was ich hier verwende, ist ein sogenanntes D-Rig. Habe das an dem Illusion-Material in 30 Lips, habe ich das gebunden. Und gerade jetzt hier oder generell in Gewässern, die halt so klar sind, muss man natürlich davon ausgehen, dass die Fische extrem gut sehen. Und da versuchen wir natürlich, ja, so unauffällig wie möglich zu angeln. Und das Illusion-Material ist halt wirklich wunderbar dafür, denn es ist halt unter Wasser nahezu komplett unsichtbar. Als Haken habe ich den Curve Short aus der neuen Hakenserie in Größe 5. Ja, und als Hakenköder, wie ich gerade eben schon gesagt habe, hier ein einzelner Vorfisch GLM-Boilie. Ja, das zu meiner Taktik. Ich werde jetzt mal rübergehen zu Peter, mal gucken, wie weit er ist. Und vielleicht kann ich ihm ja noch ein bisschen beim Aufbauen helfen.
Ja, guten Morgen, Freunde. Es kam, wie wir uns das wirklich erhofft haben. Wir haben beide echt einen Fisch gefangen. Wir sind super happy darüber. Das Moven hat sich echt gelohnt. Heute Morgen im ersten Licht kam bei mir ein Biss auf den einzelnen Vorfisch GLM Boilie am Derek, was ich euch gestern Abend noch gezeigt hatte. Und als ich mit dem Fisch im Kescher halt zurück am Ufer war, haben Benny und ich halt bemerkt, dass Peter auch einen Biss hat. Peter ist dann in dem Moment auch aufgestanden, stand mit der krummen Rute am Wasser. Wir konnten am Ufer noch abklatschen. Er ist ins Boot. Also wirklich ein super geiler Moment und ein super geiler Morgen. Ja, ja, Peter hat sich schon mal hingelegt. Ist auch ganz schön müde aus der Bursche. Und ich trinke jetzt noch einen Kaffee und dann werden wir euch gleich mal schön die Fische präsentieren. Also bis gleich. Da ist er. Guckt euch den Fisch an. Absolut geiles Tier. Wunderschöne Schuppen. Der erste Fisch der Tour. Für mich auch der erste Fisch des Jahres. Und umso besonderer ist er für mich. Echt. Einfach nur ein wunderschönes Tier. Makellos. Keine Verletzungen. Alle Schuppen sehen wunderbar aus. Das sind die Fische. Echt. Davon kann man nur träumen. So, dann lassen wir den jetzt zurück. Und dann zeigen wir euch gleich noch den Fisch von Peter. Boah, im Morgengrauen. Gerade gesehen, dass Marian Fisch gefangen hat. Boah, seh, dass er den gekeschert hat. Da läuft meine Rute ab. Meine Trotrig-Rute, 14 mm Ice Cream. Boilie, ich drill den einen riesen Batzen Kraut mit dran und hab einfach mal auf blind gekeschert. Und da waren eben 20 Kilo Kraut noch, 21 Kilo perfekter Karpfen mit drin. Schaut euch mal diesen Buckel an, was ein perfekter Fisch. Pah, geil. Ja, jetzt haben wir das große Glück gehabt, jetzt hier noch schönen tagsüber noch ein Biss zu bekommen. Das ist die Chotrick-Route von mir, mit einem Kraut abgelegt. Wunderbar, ich bin happy. Guck mal, was dran hängt, ey. Schöner Krautsalat. Thank you.
Ja, ich habe ja gerade eben leider einen Fisch geschlitzt. Das ist natürlich bei so einer Art der Angelei, passiert das leider, das muss man einfach so sagen. Besser schlitzen als abreißen, das ganz klar. Aber es ist trotzdem immer wieder ärgerlich und ja, wir haben den Fisch auch noch sehen können. War natürlich kein kleiner, war ja klar. Naja. Jetzt bringen wir die Route zurück zum Platz. Ich werde euch mal zeigen, wo und wie ich ablege, was ich da mache und was ich halt auch füttere. Ja, und das machen wir dann jetzt mal schön zusammen. Ja, ich habe meine Montage jetzt geändert. Ich habe halt eben mit einem Chotrick gefischt, mit einem festen Blei. Man muss einfach sagen, dass das bei so einer Angelei mit dem Kraut einfach tödlich ist, wenn halt das Bleigewicht da noch mit dran hängt, weil man hat halt das zusätzliche Gewicht vom Kraut halt immer in Fischnähe. Hinzu kommt dann halt noch das Blei und je nachdem, wie der Fisch dann unter Wasser handelt, wie der agiert und sich da durch das Kraut kämpft und mit den Köpfen, also mit dem Kopf halt schlägt, dann ist der Haken halt nur mal schneller raus als sonst. Ich habe jetzt halt ein Drop-Off-System drauf gemacht, dass das Blei sich halt löst und habe halt einen Hink-Stiff-Rig gebunden. Ne? Und das funktioniert halt, sobald der Fisch den Köder halt aufgenommen hat und hängt, löst sich das Blei und fällt halt raus. Ja. Zu meiner Spotwahl. Viele meinen halt immer, gerade in diesen großen und dichten Krautfeldern, dass man halt ja, nach großen freien Plätzen halt schauen sollte, vielleicht doch lieber ein bisschen abseits halt vom Kraut angelt, auf Sicherheit. Es ist aber so, dass meistens die Fische, gerade wenn man halt abseits von so einem ganz großen Krautfeld halt angelt, das Erste, was die machen, ist halt mitten rein zu schießen. Und wenn man halt mittendrin angelt, dann kann man dem halt auch ein bisschen entgegenwirken, ja? Weil die Fische oftmals dann sich nur wenige Meter bewegen und einfach im Kraut stehen bleiben, weil sie sich dort halt sicherer fühlen. Ne? Ich habe jetzt hier einen ganz kleinen Platz gefunden. Ich kann jetzt schlecht sagen, wie groß der ist, aber ich schätze mal so ungefähr einen Meter, also einen Quadratmeter. Und da werde ich meine Route jetzt dann ablegen. Das Schöne hier ist halt, das Wasser ist klar. Ich kann hier jetzt bis auf ungefähr 3-3,5 Meter Tiefe runter gucken. Ich habe dafür halt hier den Spotfinder und kann meine Route halt per Hand ablegen. Ist natürlich ganz angenehm, dass wir jetzt hier auch mit dem Boot halt was machen können, weil werfen wäre hier eigentlich so gut wie unmöglich. So, wenn ich die Route mit der Hand ablegen kann, mache ich die Bremse halt komplett auf, also wirklich komplett, dass ich halt einfach Schnur von der Rolle ziehen kann. Achte darauf, dass die Schnur natürlich oben nicht über den Spitzenring halt gedreht ist. Und was ich halt jetzt gerade eben schon gemacht habe, weil man hat das natürlich oft, wenn man dann auf dem Wasser drauf ist, gerade bei so kleinen Spots, die verliert man extrem schnell. Ja, man treibt ab durch den Wind und so. Man kann sich natürlich einen kleinen Marker setzen. Oder wie jetzt in meinem Fall, ich habe mir einfach ein paar kleine gecrushte Tigernüsse da jetzt direkt drauf geschmissen. Und jetzt gerade hier in dem grünen Kraut leuchtet halt, diese weißen Nüsse leuchten halt immer raus und so findet man den Spot auch wieder extrem schnell. Ja, auf jeden Fall zu meinem Futter, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Ich habe halt gecrushte Tigernüsse, normale Tigernüsse und halt die Vorfisch GLM von TT Baits. Und hier ist halt ein kleiner Eiscreme-Pop-Up in 14 mm obendrauf. Und das macht sich halt extrem gut zwischen diesen ganzen kleinen weißen gecrushten Nüssen, wenn dieser kleine einzelne weiße Pop-Up da halt ein bisschen raussticht. Und ja, mal gucken. Es wird auf jeden Fall was gehen, denke ich. Wir sind jetzt guter Dinge. Ja, das ist natürlich jetzt Luxus, den ich habe. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man halt allein im Boot ist, dann ist das schon wirklich fast unmöglich, ja, zu handeln, dass man halt punktgenau ablegen kann. In der Zeit aber auch irgendwie schaut, dass man das Boot halt noch bedient und navigiert. Das ist natürlich jetzt super. Also Jungs, danke schon mal. So, und ich sehe jetzt genau meinen Spot. Sehe meine Nüsse und kann halt jetzt hier mit der Hand sogar noch navigieren, wo ich meinen Köder haben möchte. Will ich den genau auf dem Spot oder lege ich mir den lieber so ein paar Zentimeter daneben? Ja, und jetzt seht ihr, was ich meine. Wenn man sich halt mal ein bisschen die Arbeit macht und mal eine Hand auf zwei von den Tigernüssen halt crusht, dann seht ihr, wie das jetzt hier, wie die weißen Flocken halt hier runterrieseln. Und das sieht halt unter Wasser einfach mega gut aus. Und es ruft quasi und schreit darauf, nur gefressen zu werden.
Marian hat euch ja eben schon erzählt, dass er auf das Chotrig einen wirklich dicken Fisch verloren hat im Kraut. Auch mein Fisch heute Morgen hat auf den Chotrig gebissen. Ich fische das Chotrig ein bisschen anders als der Marian. Ich fische ein leichteres Blei als er. Es ist beim Chotrig immer so eine Sache. Also der Fisch beißt ja und das Rig schiebt sich nach unten und das Blei baumelt dem Fisch praktisch so richtig um den Mund rum. Und deswegen sollte man so ein, ja, so leicht wie möglich das Blei wählen. Ich habe jetzt hier schon relativ schweres, weil wir dann doch auf eine weitere Entfernung fischen mit 3 Unzen. Aber 2 Unzen wäre es eigentlich so das Ideale. Oder halt ein Drop-Off-System, wovon ich persönlich nicht so viel halte. Ich will lieber ein Blei dran haben. Gerade mit dem Kraut stoppt das Blei auch ein bisschen das Kraut ab. Als Köder benutze ich hier ein weißes TT-Bates Ice Cream Boilie. Ich habe extra ein 14 mm gewählt, also ein ganz kleines Boilie. Weil wir da noch ja, sehr früh im Jahr haben, es ist wirklich, das Wasser ist wirklich noch verdammt kalt und man denkt halt schon, dass das halt ein kleiner Köder dann doch eher aufgenommen wird vom Karpfen. Als Chotrig-Montage habe ich die Chotrig Tungsten Beat genommen. Es ist ein Kit, es ist fertig zu kaufen von Fox. Das ist einmal diese Beat dabei, also es ist ein Tungsten, das ist schwer und dann einmal dieses Fixierungskit, was man einfach auf den Leader schieben kann. Hat den Vorteil, erstmal es ist fixiert auf dem Leader und man braucht keinen Tungsten drauf zu machen, weil diese Perle hier schon alles nach unten zieht und unten am Grund fixiert. Ihr seht, ich habe hier einen Leader, den benutze ich eigentlich immer, also auch jetzt bei einer ganz normalen Safety-Clip-Montage. Das hat für mich den Vorteil, dass ich jetzt zum Beispiel tagsüber mit einem Chotrig fischen kann und wenn ich jetzt nachts mit einem sinkenden oder mit einem Safety-Clip angeln will, schneide ich einfach nur oben ab und tauscht das aus und die fertige Montage hängt bei mir im Zelt. Zudem ist der Leader natürlich auch die perfekte Tarnung, gerade hier bei diesem glasklaren Wasser. Also ihr seht, er ist so braun gesprenkelt, es gibt 2 verschiedene Farben. Man kann das auch dementsprechend jetzt im Untergrund oder im Gewässer anpassen. Und das Material saugt sich, also es ist lead-free, es ist kein Lead-Core, sondern das Submerge von uns. Das saugt sich so dermaßen mit Wasser voll, dass es halt richtig schwer wird und es legt sich genau glatt auf den Boden. Der Vorteil gegenüber dem Leadcore auch, dass das Leadcore ist nicht so fest wie ein Leadcore. Es geht dann auch mal über den Stock drüber und steht nicht so ab. Ja, bei den Chotrig an sich mache ich mir es wirklich einfach. Also ich habe keine Lust auf große Knoterei, weil gerade diese kurzen Rigs, das ist wirklich eine Fummelei, die zu binden. Ich nehme einfach die fertigen Out of the Box von Fox und benutze sie einfach hier mit, weil also perfekter kann man sie einfach nicht haben. Die Haken sind super scharf. Die Biegung ist super gut, es ist ein O-Ring-Wirbel dran, also perfekt. Ich könnte es nicht besser machen, deswegen spare ich mir die Arbeit, nimm die fertigen und benutze die dann einfach. Die Waffe im Frühjahr. Moin Moin, wie Benny uns immer so schön begrüßt. Tag wird hell, alle Routen fertig, kaum hingesetzt, nächste Run. Auf meiner Route auf den Schneemann, Vorfisch GLM, Boilie mit einem kleinen Pop-Up obendrauf, ganz klassisch. Ja, ein schöner Full-Run, ne? Ich hinterher und getrillt, hing dann wieder im Kraut drin und hin und her und dann gibt es hier vorne so einen Zaun, der geht dann so zum, ich glaube, das ist Schongebiet oder, ja, Schongebiet ist kein Schild dran, aber es ist so ein Zaun, der liegt da drin. Und wie es halt immer ist, der See ist groß genug und wo zieht dieser Fisch hin? Natürlich genau in den Zaun rein, es war nichts zu machen. Also
hing dann unten drunter. Ich habe gesehen, wie er da rumgedümpelt ist. Ich habe noch probiert, irgendwie im Kescher, aber ja, wenn dann halt die unsere feine Nylonschnur, obwohl ich da ein Snackleader drauf hatte, ein 60er, da gegen dieses Metall reibt und der Fisch dann noch Druck ausübt, reißt natürlich die Schnur, ja, 70 hier, muss neu montieren, Biss gehabt, Fisch verloren. Was sollen wir machen? Die Rute muss raus, sonst fangen wir keinen Fisch. Ja, wieder so ein schönes Boily dran. Die Ruten müssen scharf sein. Ja, ich würde euch jetzt gerne mal ein bisschen was über das Futter erzählen, was ich im Frühjahr benutze. Was meiner Meinung nach und generell halt sehr wichtig ist, ist gerade im Frühjahr, die Fische sind noch sehr träge, Stoffwechsel ist extrem noch unten und die Fische bewegen sich halt noch nicht so viel. Und ich möchte halt mit meinem Futter eine extrem hohe Lockwirkung halt erzielen und es darf die Fische halt nicht groß sättigen. In meinem Fall jetzt, ich benutze halt hier so einen Grundfuttermix von TT Baits. Das ist der, so ein Smelly Fish, also ist halt ein Grundfutter, was halt nach Fisch riecht. Gibt da halt noch Tigernüsse und vor allem halt gecrushte Tigernüsse noch mit rein. Ja? Weil wie ihr nachher sehen könnt, gerade unter Wasser, diese gecrushten Nüsse bilden halt einen sehr, 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 sehr großen Kontrast unter Wasser und erzielen halt dann noch zusätzlich mit dem Grundfutter und dem anderen Mitteln, was ich halt dazu gebe, eine extrem hohe Lockwirkung. Ja, wenn ich die Tigernüsse gecrushed habe, gebe ich halt gerne noch ein bisschen was Liquid dazu. Das ist jetzt ein Leberliquid, stinkt extrem und alles was stinkt ist meistens gut. Einen guten Schuss. Hinzu ebenfalls gerne noch was von dem Tigernusssud. Kann man auch nicht dran sparen. So, und zusätzlich, was ich halt extrem gerne noch fische, sind halt weiße kleine Boilies. Das sind jetzt Eiscreme-Boilies von TT Baits, haben wunderbaren Geruch, wunderbaren Geschmack und davon brösel ich halt auch gerne noch einfach mal so eine Handvoll mit rein. Und gerade diese kleinen weißen Boilies zwischen diesen einzelnen kleinen gecrushten Tigernüssen sind halt echt was fürs Auge unter Wasser. Ja, und gerade die Farbe Weiß bietet halt einen extrem hohen Kontrast unter Wasser, ja. Ob das jetzt zwischen dem Kraut ist oder auf schlammigem Grund. Und daher ist es halt für den Fisch extrem gut sichtbar und reizt und bringt halt eine extrem hohe Lockwirkung mit sich. Ja, da ich halt nicht das ganze Jahr über nur mit einer Boilie-Sorte angel, sondern den Fischen halt gerne auch ein bisschen was Abwechslung halt bringe, kombiniere ich halt diese weißen, kleinen, süßen Boilies noch mit Fischboilies zusammen. Denn ich sag mal, die Grundbasis von meinem Futter hat ja auch einen fischigen Geruch. In dem Fall ist das der Vorfisch GLM von TT Baits. Bei dem ebenfalls brösel ich dann gerne nochmal so eine Handvoll komplett mit halt in das gesamte Futter mit rein.
etwas von dem Tigernussud. So, wunderbar. Dann wird das Ganze gemischt. Ja, wie nass oder wie fest ihr den Mix halt haben wollt, das liegt natürlich an euch. Ist auch abhängig davon, wie man halt in der jeweiligen Situation angelt. Ja? Also vielen von euch wird es ja vielleicht bekannt sein, gerade wenn man halt vielleicht mit sogenannten Sickrigs angelt, halt irgendwo im Mittelwasser und versucht halt die Fische gerade jetzt bei warmem Wetter, wenn sie halt das erste Mal hochkommen und sich halt oben ein bisschen halt die Sonne auf dem Buckel scheinen lassen. Wenn man sie halt da fangen möchte, macht man den Mix halt extrem nass, dass er sich halt sofort, sobald er ins Wasser kommt, halt auflöst und eine extrem große Wolke halt entwickelt. Und diese einzelnen Futterpartikel, die halt in dem Mix drin sind, halt dann langsam zu Grund halt treiben. In meinem Fall jetzt, ich angel halt mit Bodenködern, möchte halt natürlich nicht, dass sich das Futter sofort auflöst. Dementsprechend mache ich den Mix halt nicht so nass, also so matschig, sondern gucke, dass ich halt nachher eine schöne feste Konsistenz habe, die Ballen halt auf mein Futterblatt schmeißen kann und so weiß, das Futter löst sich halt erst, wenn es auf dem Grund angekommen ist. Sogar den erkämpfen wir uns ganz hart. Alter, ey, der springt ja gleich aus der Brust, ey. Ganz ruhig, mein Freund, ey, den kriegen wir. Boah, guck, wie der zieht. Ich glaube, ich muss mal Gegendruck wegen hinten im Zaun, ne? Nicht weitermachen. Das ist ein Brocken, ey. Das ist ein guter. Der ist gut, der ist richtig gut, Alter. Der ist richtig gut. Ich muss den mal zurück. Also vom Drillverhalten könnte es ein Karpfen sein. Nein, 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 nein
Ja. Gott sei Dank. Alter, der muss arbeiten, ey. Jo. Alter, das ist ein Ballermann. Das ist ein Ballermann. Benni. Ich. Boah. Ich sehe gar nicht, wo wir hin müssen, ey. Siehst du das? Ich kann ja mehr, ey. Ich bin so. Du DVD-Dreher. Das letzte Mal schon den geilen Zeiler und jetzt auch noch so eine Bombe, ey. Ich bin fix und fertig. Immer dasselbe. Ich fange den ersten 20 Kilo Fisch und du legst dann halt so eine Bombe nach. Geil. Das ist richtig. Gestern Mittag habe ich meine Routen neu gemacht und als ich mit dem Boot auf dem Wasser war, habe ich mich halt in so ein Krautfeld halt reintreiben lassen und habe halt direkt unmittelbar in der Nähe von meiner Route halt einen riesigen Spiegel am Kraut gesehen. Ja, was halt sehr auffällig war, ich habe halt feststellen können, dass halt mein Hakenköder ist halt auf dem Platz liegen geblieben. Ich habe halt mit auffälligen weißen Ködern halt gefischt und das hat mir halt sehr zu denken gegeben. Weil der Peter, der hatte ja auch so einen auffälligen Köder einen Fisch gefangen. Den Fisch, den ich hatte, das war halt auf dem Bodenköder. Und jetzt war halt offensichtlich, dass die Fische halt wohl ja, das beiliegende Futter fressen, aber halt diesen auffälligen Köder halt links liegen lassen. Dann habe ich meine Route neu montiert, bin halt nochmal schnell zurück zum Ufer, bin nachher wieder zu dem Platz, habe den Fisch wieder gesehen und habe da halt nur einen einzelnen Sinker hingelegt, habe auch nur ein bisschen Teig gefüttert, eine Handvoll Fischboilies. Ja, die Jungs... Die mussten ja dann leider weg. Vor lauter Akkuladen, Notebookladen, Kamerasladen war Bennys Auto leer, also ist nicht mehr angesprungen. Wir sind dann nochmal in Städtchen hier gefahren, haben Überbrückungskabel geholt. War auch eine kleine Odyssee, hier ein Überbrückungskabel zu bekommen. Aber wir haben eins gefunden. Bennys Auto ist dann auch sofort angesprungen. Und ja, als ich dann wiederkam, Benny hatte noch ein paar Sachen zu regeln im Auto, weil er nicht hinten an seine Sachen rankam, ne, kam ich hier hin und dann gab es hier lange Gesichter. Ja. Stand Marian hier mit der Route in der Hand und sagte, ich habe schon wieder einen verloren. Und ja. Hat gerade genau die Route, die er kurz vorher abgelegt hat, hat dann den Fisch gegeben und hat ihn auch dann sofort verloren. Ne? Ja. Also ärgerlich. Also wir haben wirklich dann an dem Tag zwei Fische dann verloren. Ne? Ja, gerade jetzt für mich dann ne, zwei Fische in Folge. Ja. Der Fisch im Kraut war offensichtlich ein guter Fisch. Ja, hinten den Fisch habe ich zweimal da stehen gesehen. Unmittelbar, ich schätze mal so 30, 35 Minuten, nachdem ich die Route gelegt habe, habe ich den Biss bekommen. Als ich dann den Haken reindrehen durfte, da war halt wirklich noch fast der komplette Teig war noch am Boilie dran. Also der Biss kam echt schnell und es liegt natürlich nahe, dass es auch höchstwahrscheinlich der Fisch gewesen ist, der sich halt da wohl den ganzen Tag aufgehalten hat. Ne? Dann heute Morgen, ne? Ja. Vielleicht auch eine halbe Stunde oder so, ne? War noch kurz vorm Hellwerden. Ja. Kam wieder ein Biss. Feuert das Ding wieder ab, ne? Ja. Was eine Aktion. Also hier ist so ein bisschen Totholz am Ufer. Also ist natürlich idealer Platz für das Frühjahr. Lag auch die Route und da hängt der Fisch drin. Also es war wirklich eine Aktion. Also zu dritt in einem Boot mit Schnur in die Hand nehmen, Kescher, Stab, Ast abbrechen, alles Mögliche. Also ganz schlimm. Maria. Ich war fix und fertig, wirklich. Das war ein Wechselbad der Gefühle, das er da hatte im Boot, von Zittern über Freuen, über Schimpfen und über mich anmotzen, obwohl ich ja nichts dafür konnte. Kam dann der erlösende Satz, Fisch ist frei. Ja. Und der Fisch machte ins Freiwasser und dann ging dann der Tanz los. Ihr müsst euch vorstellen, ne? wenn ihr wirklich vorm Kescher einen großen Fisch verliert, ja, wie wir das halt hinten im Kraut hatten, dann jetzt nochmal die Tatsache, ich sehe da einen Fisch, unmittelbar kriege ich einen Biss, verliere den wieder so und bekomme dann echt den ersehnten nächsten Biss,
Das Ding hängt und wir kommen am Ufer an und scheinen halt ins Wasser. Sehen nur, dass meine Schnur mitten in diese Bäume reingeht und einen riesen Schuppenkarpfen ganz langsam aus diesem Geäst unters Boot wegzieht. Es ist grauenvoll, ja. Wirklich. Ja, gerade wenn man schon einen Fisch verloren hat, dann echt. Sieht man dann wirklich alles wieder auf sich zukommen, den nächsten Fisch verlieren. Fix aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte das Gefühl, ich hatte schon so ein Bild im Hinterkopf, dass wir den Fisch keschern und das Bild hat sich dann auch bewahrheitet dann nachher. Ne? Gott sei Dank. Ich meine, seht ihr ja, Gott sei da Dank, sind ja. etliche Kilo Steine von uns gefallen und ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, den zeigen wir euch, denn den Fisch, den ich gefangen habe, das ist bekanntlich der größte Fisch aus dem See und das ist so abgefahren, oder? Hat er wieder einen Vogel abgeschossen? Ja, geil. Den werden wir euch jetzt zeigen. Also, bis gleich. Shine like gold. Den Fisch. 24,8 Kilo, mein neuer Schuppenkarpfen PB und bekanntlich der größte Fisch hier aus dem See. Einfach nur unglaublich. Was für ein Glück, ey, dass ich den da aus dem Holz bekommen habe, den Gott sei Dank nicht geschlitzt habe. Und dann jetzt echt, es ist einfach unglaublich, ey. Ich bin einfach nur mega krass glücklich. Puh. Hammer! Oh. Danke. Ganzen Bisse so ziemlich unregelmäßig gekommen sind, auch von der Uhrzeit und auch von den Plätzen. Also am Anfang hatten wir eher auf der rechten Seite die Bisse und auf der linken konnten wir uns oder kann ich mir überhaupt keinen Reim draus machen, wo die Fische jetzt wirklich beißen. Also ich habe mir heute wirklich noch mal richtig Mühe gemacht und habe mir noch mal die ganzen Stellen angeguckt, auch die Stellen, wo die Bisse gekommen sind und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie nicht mehr so produktiv sind. Wie jetzt auch vor 2 Tagen und bin dann nochmal zu Marians Stelle gefahren, wo er jetzt die letzten 2 Bisse hatte, die jetzt wirklich ja, also mehr oder weniger regelmäßig gekommen sind. Und da ist mir sofort aufgefallen, ich bin nur in die Gegend gekommen, also in die Area da und da habe ich 2 Fische stehen sehen. War ein bisschen weiter und da waren schon die nächsten. Also es ist, also kurz gesagt, die ganzen Fische stehen bei dem da hinten im Eck. Das ist steil abfallendes Ufer, da ist viel Totholz, da steht den ganzen Tag die Sonne drauf und das ist natürlich jetzt fürs Frühjahr perfekt. Ich habe mir dann nochmal eine Stelle gesucht, wo ich auch einen Fisch gesehen habe, was so ungefähr da in die Nähe geht. Auch ein Busch, der weit ins Wasser reinragt, wo es tief ist, wo auch eine schöne freigefressene Stelle war. Und habe da nochmal eine einzelne aufgepoppte Tigernuss hingelegt. Ja, also man kann sich auch auf die Stellen, wo man auch Fisch gefangen hat, auch nach so langer Zeit nicht drauf verlassen. Also das ist, man muss immer wieder suchen, gerade an so Gewässern und gerade im Frühjahr. Ne, wechselt halt einfach mal das Wetter und die Fische ziehen in einen anderen Bereich. Ne. Deswegen, ich will hoffen, dass ich jetzt auf die neue gelegte Route noch einen Fisch fange in den letzten Stunden. Und boah, den Marian da nochmal einen nachlegen kann.
nach diesem 24,8 Kilo Schuppi. Ja, solange genieße ich hier noch das wunderschöne Wetter. Bisschen den Rand pumpen, damit er da hinten von dem Zaun wegkommt. Einfach so bleiben, alles okay. Weißt du, welche Route das war, ne? Die auf meinem Sport. Ja, die du eben gelegt hast, ne? Ja, ja. Das wollte ich aber gut weghalten. Beide los. Geil, die kleinen roten, ey. Der Fisch von mir. Hä? Ich bin jetzt nochmal gefangen. Jetzt fangst du nicht mehr auf meinen Plätzen, jetzt fängt auch noch meine Fisch weg. Das ist nicht dein Platz, du Arsch. Ey, was ist das? Geil, ey. Ja, wir haben Doppelfang. Das ist ja unvorstellbar. Ja. Besser als nix, ey. Und super. Super, das ist mein Fisch. Super. Thank you.
Ja, wieder die Route mit der einen Tigernuss, die kleine, eine gepoppte Tigernuss, die eben auch unseren alten Bekannten wiedergebracht hat, hat jetzt hier einen asiatischen Exoten rausgelockt. Manche so schön sagen, eine Bahnschranke. Ordentliches Kerlchen. So lang wie die Matte. Doch aufgewacht. So früh morgens aufstehen ist man hier nicht. Die darfst du ruhig weiterfangen. Ja, danke. Einpacken. Zwei, drei Piepse auf meine Route vor dem Busch. Ja, warte doch mal ab. Jetzt habe ich wieder einen dran. Wahnsinn. Schöner Abschluss. Perfekt. Ja. Mach den schön rein. Ja. Ah, könnte nicht besser sein. Oh nein, noch einer. Ich hab einen Doppelrun. Oh. Jetzt geht's los. Marian, hilf mir. Ich hab einen Doppelrun. Die andere. Mist, was macht man jetzt? Die andere lief gerade auch ab. Warte mal, die. Was ist hier los? Hier ist auch einer dran. Da kommt er, da kommt er. Warte mal, den holen wir jetzt schnell. Auf. Ich glaube, ich so ran. Ich bin so rangepumpt. Alter. Oh, nee, der ist doch schon hier vorne. Da kommt er doch schon. Das ist ja wieder ein Graser.
Boah! Oh, der ist eine Ecke größer als gestern der. So, jetzt kümmern wir uns schnell um den anderen. Wir haben gerade alles zusammengepackt. Es waren nur noch die Routen drin. Läuft meine linke Route ab, die Tigernussroute. Und ja, habt ihr gesehen eben, gleichzeitig die andere auch noch. Das ist unglaublich. Also das beweist mal wieder hier an dem See, keine Regelmäßigkeiten. Die Fische kommen, wie sie wollen, an Plätzen, wie sie wollen. Es ist kein Reim draus zu machen. Aber egal, wir haben Fisch dran. Ist das der Wahnsinn, ey. Beim Einpacken. Beim Einpacken. Zwei Fische, ich flipp aus, ey. Jo, ist gut. Boah, was ein schöner Schub hier, ey. Boah. Meine Güte, ey. Ist der Wahnsinn. So schnell kann's gehen, ey. So schnell kann's gehen, oder? Junge. Ja. Gestern Abend nichts mehr. Heute den ganzen Vormittag nichts mehr. Jetzt haben wir gerade eingepackt, haben schon die ersten Sachen zum Auto gebracht. Da kriegt er einen Doppelrun. Alter Schwede. Mann, geil. Mann, ey. Und beide gekriegt, das ist der Wahnsinn. Ey, wie der da unten stand. Boah, der wieder hochgekommen ist. So ganz langsam. Das hätte das überhaupt nicht gereicht, ey. Der hat Terz gemacht eben. Wahnsinn. 21,5 Kilo auf eine einzelne Tigernuss. Ja, und während dem Drill lief die andere Rute ab. Ja, das zeigen wir euch gleich, was da dran hing. Ja. Ich habe euch ja eben schon von dem Schuppi, von dem Doppelrun erzählt. Wunderschöner Fisch. Wahnsinn, hat am Ende von einem großen Krautfeld gebissen auf einen River Edge Boilie. Ja, ich glaube, dass die Fische auch hier das noch gar nicht kennen, eckige Boilies. Die sind ja nur runde gewohnt zum größten Teil. Ja, wie gesagt, River Edge Boilie. Und wenn ich mir den Fisch hier angucke, einfach wunderschön. Ich liebe diese Schuppis, die dann so dunkle Schuppen haben mit einem goldenen Ende. Guckt euch diesen Fisch an. Was ein Abschluss. Oder Marian? Ja, was wollen wir mehr, oder? Wie gesagt, wir haben gerade angefangen, alles zu packen. Die erste Fuhre an Tackle ist zum Auto schon gebracht worden. Die Routen holt man natürlich als letztes rein. Ja, und da laufen Peters Routen wirklich fast zeitgleich noch ab. Meine sind noch drin. Die muss ich jetzt gleich dann auch mal reinholen. Nicht, dass wir noch einen fangen. Vielleicht, noch mal alles das. Vielleicht jetzt oder jetzt. Ne? Ja, also wirklich ein absolut perfekter Abschluss. Jetzt haben wir wirklich noch mal echt die Kirsche draufgesetzt. Ja. Ja, wir hoffen, der Pater hat euch gefallen. Und für dieses Jahr... War es das erstmal? War es das? Wir packen jetzt wirklich endgültig zusammen. Ja, und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Bei In Session with Fox 6. Marian, also, bis nächstes Jahr. Das war wieder Wahnsinn mit dir. Super. Super, oder? Ja, wir zwei. Trinity. Super. Yo! Ja, das war der fünfte Teil unserer ja, mittlerweile kultigen Gratis-DVD-Serie In Session with Fox. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wir versuchen natürlich immer noch eine Schippe draufzulegen und unser Bestes zu geben. Manchmal ist da nach oben nicht mehr viel Luft. Von daher denke ich, kommt aber auch hier durch, dass wir wieder alles gegeben haben. Es wird bald auch einen sechsten Teil geben, auf den ich persönlich mich besonders freue, da ich eine unglaubliche Reise vor der Brust habe. Viele von euch wissen es, ich verfasse ein Buch, ein Abenteuerbuch über unser aller Leidenschaft und werde jetzt bald für 5 bis 7 Monate, je nachdem wie lange es dauert, mit meiner kleinen Familie, mit meiner Frau und meinem Sohn durch Europa touren. Ich werde die großen wilden Blauen befischen. Auch hier wird Fox International mich teilweise begleiten oder dahin zustoßen. Und auch die anderen Jungs haben sich ganz, ganz neue Sachen überlegt für eine neue Generation auf dem Free-DVD-Markt. Ich freue mich wahnsinnig und wünsche euch allen da draußen eine tolle Saison und richtig große Karpfen. Dankeschön. Thank you.